So ein paar Arten, wie man Programme aufschreiben kann. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon was mit C gesehen, also dass da steht int a ist gleich so und so viel, if, Schweifklammer, while und so weiter. Ein richtiges, in Anführungszeichen, richtiges Programm in C, in anderen Sprachen sieht es anders aus. Es gibt zumindest drei Möglichkeiten, deutlich mehr eigentlich, aber drei hatte ich vorgestellt in den Videos, drei Möglichkeiten, Programme, wie soll ich das sagen, unabhängig von der Sprache aufzuschreiben, sich von einer konkreten Sprache zu lösen. So würde man das dann auch gerne in Abschlussarbeiten und in wissenschaftlichen Arbeiten sehen. Nicht in einer konkreten Sprache, sondern abstrahiert von der konkreten Sprache. Die wahrscheinlich älteste Lösung ist ein Flussdiagramm und so weiter. Spaghetti. Jetzt habe ich mich hier in die Enge manövriert. Das sehen Sie sehr häufig in Datenblättern für irgendwelche Mikrocontroller und alles, was damit zusammenhängt, irgendwelche Abläufe, die diese Maschine automatisch macht. Sie prüft irgendwas, irgendwelche Eingaben, Ausgaben. Das hat sich aus der Historie immer noch erhalten. Es gibt eine modernere Form, die hatte ich auch vorgeführt, das Activity Diagram. Aber ich denke, die meisten Leute sind immer noch bei dieser klassischen Form des Flussdiagramms, des Programmablaufplans. Das sehen Sie sehr häufig in der wahren Welt. Akademisch sehen Sie gerne mal ein Struktogramm, weil das so schön zeigt, wie denn strukturierte Programmierung funktioniert. Das wäre ein Struktogramm, wo alles schön sauber geschachtelt in Blöcke ist. Sie können kein Spaghetti veranstalten. Hier mit dem Flussdiagramm können Sie wunderschön Spaghetti veranstalten. Nach alter Art programmieren sozusagen. Das Struktogramm zwingt Sie dazu, eine While-Schleife ordentlich zu machen, das If ordentlich zu machen, Struktur zu behalten, strukturiert zu programmieren. Ist eher vom akademischen Interesse, aber ist eine Art, wie man sich mal klar machen kann, was denn ein Programm vernünftig tut, das Struktogramm. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für die vierte Sache, die man gerne hat, Pseudocode. Sie schreiben nicht C, sondern Sie schreiben in einer Fantasiesprache, die sich irgendwie so anfühlt wie Pascal und vielleicht sogar auf Deutsch. Nicht mit if, sondern da steht dann ein wenn und kein while, sondern ein solange und keine Schweifklammern, sondern einfach Einrückung. Da hat jeder so seinen eigenen Stil. Das wäre die vierte Art, Pseudocode. Eine selbst erfundene, super billige Programmiersprache, bei der man sofort sehen kann, was sie denn tut. Aber es ist eben keine real existierende Programmiersprache. Was ich jetzt noch den Rest der Zeit heute mit Ihnen machen wollte, ist ein billiges Programm, ein ziemlich blödes Programm, einmal als Flussdiagramm und einmal als Struktogramm aufzumalen, dass man das mal gegeneinander stellen kann. Ich sollte nochmal sagen, beim Flussdiagramm, Programmablaufplan, können Sie wie wild Spaghetti machen. Sie können von überall hin, da fängt das Programm an. Dann machen wir diese Befehle, dann machen wir diese Befehle, dann gucken wir nach, ob dieses oder jenes gilt und so weiter. Sie können überall hin springen, wenn Sie wollen. Im Struktogramm sind Sie gebunden daran, dass Sie von oben nach unten arbeiten, bis auf solche Blöcke hier mit einer Vorschleife oder einer Weilschleife, wo Sie dann wieder rückwärts raufspringen können. Sie können aus diesen Blöcken nicht raus. Sie können jetzt nicht sagen, oh hier, wenn das hier passiert, dann gehe ich doch mal da oben hin. Das ist im Flussdiagramm überhaupt kein Problem. Im Struktogramm geht das einfach nicht, ist nicht vorgesehen. Das ist eben Struktur. Sie sind an diese Struktur gebunden. Das ist genau wie Sie in C diese Schweifklammern haben und nicht aus den Schweifklammern rauskommen, weil ich Ihnen nicht verrate, dass auch C einen Go-To-Befehl hat. Sie müssen innerhalb der Schweifklammern fertig werden in C. Da kommen Sie erstmal mit dem, was ich Ihnen erzähle, nicht raus aus den Schweifklammern. Das ist dann auch strukturierte Programmierung. Das heißt, alles, was Sie so als Flussdiagramm hinmalen können, ist wahrscheinlich mehr als das, was Sie mit einem C-Programm können und als das, was Sie mit einem Struktogramm können. C erzwingt mehr Struktur, genauso erzwingt das Struktogramm mehr Struktur als so ein Spaghetti-Flussdiagramm. Eine Sache wollte ich noch sagen, die ich gerade vergessen habe. Dafür gibt es ein bisschen mehr. Was ist nicht eingebaut in das Flussdiagramm? Wenn Sie das hier so sehen, Sie können Befehle ausführen, Sie können verzweigen, Vergleiche machen, verzweigen. Was kann das Struktogramm, was kann C mehr als so ein
Komfortfunktionalität als dieses Flussdiagramm. Richtig, Schleifen. Hier machen Sie einfach so einen Kasten und sagen, oh, das ist eine Schleife. Wenn Sie das im Flussdiagramm haben wollen, kostet Sie das ein paar Kästchen und einen Vergleich und was auch immer. Sie haben keine fest vorgefertigte Schleife. Genauso in C. While und For gibt es auf Tastendruck sozusagen, vorgefertigt. Im Flussdiagramm kostet Sie das ein paar Kästchen. Also es gibt einige Vorteile von C und von Struktogrammen gegenüber Flussdiagrammen. Man ist gezwungen, diese Struktur zu bewahren. Man kann kein Spaghetti machen, was auch ein Nachteil sein kann. Deshalb gibt es in C immer noch Go-To, dass man doch Spaghetti machen kann, wenn man will. Manchmal ist es hilfreich. Und zweitens haben Sie Komfortfunktionalitäten sozusagen. Die Schleifen sind schon alle da. Im Flussdiagramm haben Sie nur das If, ja oder nein. Und in C und im Struktogramm haben Sie auch die ganzen Schleifen, For und While. So, das war die Vorbemerkung. Jetzt gucken wir uns tatsächlich mal was an, was ich gerne hätte. Erstmal als Flussdiagramm. Schreibe ich das jetzt auf? Ja, geht wohl nicht anders. Und zwar sollte mein Programm Folgendes tun. Programm soll tun. Upsi. Soll Folgendes tun. Es fragt 20 Zahlen vom Benutzer ab. Also sagt 20 Mal, gibt was ein, fragt 20 Zahlen vom Benutzer ab und gibt dann die Summe aus. Sollte nicht so ein Drama sein. Also ein total unpraktisches Programm, weil wir noch nicht richtig viel machen können, aber dass Sie mal tatsächlich dann so ein Flussdiagramm in Aktion aufmalen müssen und dass wir auch gleich daneben stellen können, wie sieht denn ein Struktogramm aus. 20 Zahlen abfragen, also kommt 20 Mal so eine Eingabe, gib eine Zahl ein. Dafür gab es ja dann auch spezielle Symbole, wie man das aufschreiben kann mit den Kästchen. Und zum Schluss soll die Summe bestimmt werden. Oder sogar, Tipp, währenddessen soll die Summe bestimmt werden. Ich stelle fest, in dem Video scheint etwas nicht vorgekommen zu sein. Ein- und Ausgabe ist so ein Parallelogramm. So sieht Ein- und Ausgabe aus, als Parallelogramm. Also Sie haben Start und Ende, diese Ovale. Sie haben richtige Rechenoperationen, das sind Rechtecke. Sie haben Vergleiche, das ist die Raute. Ein- und Ausgabe kommt in so ein Parallelogramm rein. Was ich vorhabe, ist, dass der Benutzer eine Folge von Zahlen eingeben kann. Stellen Sie sich, ich mache das vielleicht am besten mal so vor, wenn es ein Kommandozeilenprogramm wäre, dass der Benutzer sowas eingeben, das würde jetzt überhaupt nicht funktionieren, dass der Benutzer jetzt einfach eingeben kann, 42, das war jetzt ein blödes Beispiel, in dieser Form 20 Zahlen hintereinander eingeben kann, ohne die Fehlermeldung natürlich jetzt, und zum Schluss soll die Summe der Zahlen ausgegeben werden. Also es soll 20 Mal im Endeffekt dieses Parallelogramm mit der Eingabe kommen, natürlich machen sie es nicht 20 Mal hintereinander, das wäre ganz schlimm, das muss irgendwie in der Schleife aufgerufen werden. Und zum Schluss soll dieses Parallelogramm mit der Ausgabe kommen. Also die ganz harte Lösung, die will ich aber nicht haben, die ganz harte Lösung ist, Sie malen 20 Mal Eingabe, hole die Variable A, hole die Variable B, 20 Mal und so weiter, und dann gehen Sie zum Schluss aus A plus B plus C plus D. Das wäre ja pervers. Das Programm könnte nur 20 Eingaben verarbeiten, und wenn ich es umstellen will auf 21 Eingaben, muss ich da massiv ändern. Ich hätte das gerne in einer Schleife. Also Sie haben Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Irgendwo ist die Eingabe einer Zahl. Und sorgen Sie mit dem Spaghetti dafür, dass diese Eingabe 20 Mal gemacht wird. Und danach, nach den 20 Mal, kommt irgendwo eine Ausgabe. Und da soll die Summe stehen. Man zählt also mit. Sie brauchen eine Variable, in der Sie mitzählen. Und solange wie diese Variable, je nachdem wie Sie es machen, unter 20 ist oder kleiner gleich 20 ist, bleiben Sie oben drin. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, gehen Sie raus und geben die Summe aus. Das ist der Gedanke. Das hat ja zwei Bestandteile. Einmal 20 Durchgänge und dann nebenbei noch was tun in den 20 Durchgängen. Vielleicht fangen wir mit den 20 Durchgängen an.
Irgendwo startet das Programm. Start. So. Und jetzt sollte was tun. 20 Mal irgendwas tun. Das heißt, ich muss mitzählen. Das wollte ich mal ein bisschen anders machen. So. Ich muss mitzählen in einer Variable. Da brauche ich ja erstmal eine Variable, in der ich mitzählen kann. Auch im Flussdiagramm hat man das dann gerne, dass diese Variablen eingeführt werden, wie in C. Dass das System vorher weiß, was denn an Variablen auf es zukommt. Sagen wir es mal so. N wird auf 0 gesetzt. Vielleicht so. Im Plusdiagramm gerne mal diese Pascal-Notation, um sie zu verwirren, mit dem Doppelpunkt gleich für die Zuweisung. Wenn es Sie verwirrt, schreiben Sie gleich 0, wie in C, mir sei es egal. Aber nicht wundern, da gehen dann gerne mal diese Programmiersprachen durcheinander. Das soll dann eine Zuweisung sein. Die ganz Harten schreiben wahrscheinlich sogar dieses hier, Zuweisung auf dieser Art. 0 wird in das N reingeschrieben, in die Variable N. Das soll mein Zähler sein. Könnte ich auch Z nennen, ne? Das wäre wahrscheinlich viel schöner. Nennen wir sie Z für Zähler. Wenn ich das echt programmieren würde, in der Programmiersprache würde ich auch sogar Zähler ausschreiben. Wobei C übrigens keine Umlaute kann. In C müssten Sie schreiben Zähler. In Java und in C Sharp dürfen Sie schreiben Zähler oder auch, wenn Sie wollen, chinesische Buchstaben. In C sind Sie leider an die Standardbuchstaben gebunden. Also ich würde es Zähler nennen, wenn ich es echt programmieren würde. Hier nenne ich es jetzt mal Z, eine Variable, in der ich mitzähle, wie häufig ich denn die Eingabe gemacht habe. Irgendwo hier muss die Eingabe kommen. Das möchte ich 20 Mal machen. Diese Schleife hier möchte ich 20 Mal durchlaufen. Nicht Z0, sondern 20 Mal. Die meisten waren da jetzt angekommen, also zähle ich mit. Ich habe einen Zähler Z und den zähle ich jetzt mit. Z++ können Sie schreiben in C und in Nachfolgesprachen hier beim Flussdiagramm ist man dann so gerne klassisch und schreibt es dann so, ein bisschen Pascal-artig. Rechne den nächsten aus, Z+1 und schreibe das wieder in Z rein. Wenn Sie da Z++ schreiben, ist für mich okay. Ich bin jetzt gerade mal ein bisschen strikt. Also diesen Zähler nach dem ersten Durchgang um 1 erhöhen. Kriege ich das noch alles hin. Und jetzt teste ich eben, ob ich fertig bin. Da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Ich teste, ob ich fertig bin. Raute, ein Vergleich. Wenn ich nicht fertig bin, mache ich weiter. Oh, etwas sauber. Und wenn ich fertig bin, kommt sonst was und das Ende des Programms. Das ist schon wieder so von oben nach unten gedacht. Top-Down-Programmierung. Ich habe diese grobe Struktur im Hinterkopf, was das Programm zum Schluss wie tun muss. Aber ich buchstabiere nicht diese ganzen Details aus. Das mache ich später. Vom Großen zum Kleinen arbeiten. Nicht, dass Sie jetzt schon anfangen, sich zu überlegen, wie man denn jetzt eine Ein- und eine Ausgabe wunderhübsch macht. Das ist die falsche Baustelle. Fangen Sie mit dem Großen an. Erstmal der Gesamtplan, damit auch alles zusammenpasst. Und dann arbeiten Sie runter, vom Großen zum Kleinen. Hier bei dem Nein, ich möchte ja 20 Mal durchlaufen. Wo muss ich hin? Wo gehe ich wieder zurück? Was ist meine Schleife? Wohin gehe ich wieder zurück? Der mittlere, ja. Sie gehen nicht oben hin, denn dann würden Sie ja diesen Zähler wieder auf 0 setzen. Sie würden die erste Schleife hier durchlaufen. Z steht auf 1. Und da setzen Sie Z wieder auf 0. Sie durchlaufen das hier, setzen Z auf 1 und da oben setzen Sie es wieder auf 0. Das wäre eine Endlosschleife. Schlechte Idee. Das Programm würde nicht enden. Das soll es aber doch. Also hier oben nicht, der ist falsch. Hier, wenn ich da unten hinspringen würde, würde ich ja gar nicht das tun, was ich die ganze Zeit machen will. Den Schleifenkörper sozusagen würde ich nicht ausführen. Es muss hier sein, nach der Initialisierung von Z. Nachdem Z den ersten Wert gekriegt hat, Initialisierung, Initial, nachdem ich den ersten Wert dazugewiesen habe für Z. Hier muss das sein. Haben wir den Teil. Na? So, jetzt kommt die spannende Frage. Was ist der Vergleich? Auf was prüfe ich hier? Auf Ja oder Nein? Okay.
Okay, eine Meinung ist z kleiner gleich 20. Ich muss jetzt auch echt überlegen. Das ist eine Stelle, an der es garantiert schief geht. Ist z kleiner gleich 20? Okay, Meinungen dazu. Genau, so wie es hier steht, schon mal nicht. Im ersten Durchgang, Sie starten mit z gleich 0, machen was, Zahl einlesen, setzen z auf 1 und dann prüfen Sie, ob z kleiner gleich 20 ist. Ja, z ist kleiner gleich 20, ja, und das Programm endet. Das geht daneben. Also es muss der Vergleich andersrum sein. Oder Sie tauschen Ja und Nein aus, das geht auch noch, oder machen den Vergleich andersrum. Gucken wir mal z größer gleich 20. Im ersten Durchgang, andersrum, nach dem ersten Durchgang, so kann ich mir das gut vorstellen, nach dem ersten Durchgang ist z gleich 1. Z ist nicht größer gleich 20, ich gehe wieder zurück. Ich mache den zweiten Durchgang. Nach dem zweiten Durchgang ist z von 1 auf 2 gesetzt. Z ist nicht größer gleich 20, ich mache weiter und so weiter. Der 19. Durchgang, z wird auf 20 gesetzt. Nein, stimmt gar nicht, ne? Nach dem ersten Durchgang wird z auf 1 gesetzt, nach dem zweiten wird z auf 2 gesetzt. Nach dem 19. Durchgang wird z auf 19 gesetzt und das ist nicht größer gleich 20. Also machen wir noch einen Durchgang, den 20. Nach dem 20. steht es auf 20 und dann ist es größer gleich 20 und wir kommen hier raus. Uff. Nach dem 20. Durchgang wird hier z auf 20 gesetzt. Wenn da gleich stünde, z gleich 20, würde ich nach dem 20. Durchgang hier ein Ja kriegen und rausgehen. Nee, es gibt einen höheren Grund, warum ich nicht den Vergleich hier auf gleich mache, warum ich hier einen größer gleich setze. Es ist, genau, einfach aus Sicherheit. Also ob Sie hier größer gleich schreiben oder gleich gleich in C dann, ob Sie den Vergleich auf Gleichheit machen, macht keinen Unterschied für dieses Programm. Nur wenn Sie jetzt anfangen, hier irgendwas zu ändern, ist es sicherer, wenn Sie da größer gleich 20 haben. Wenn hier irgendwas schief geht, stellen Sie sich vor, Sie bauen irgendwie einen Unsinn hier. Das haben Sie so geändert, dass es hier auf gleich prüft. Und Sie ändern was in dem Programm und kommen hier zum Beispiel mit z gleich 42 da an. Dann würde er lustig weitermachen, denn 42 ist nicht gleich 20. Und beim nächsten Mal hat er 43, 44, 45 und würde lustig weitermachen. Ohne Wenn und Aber. Es ist einfach sicherer mit dem größer gleich. Nennt sich defensive Programmierung. Also es ist korrekt, das Programm als solches ist korrekt. Auch korrekt, wenn Sie hier auf Gleichheit testen. Es ist nur gefährlich. Es kann was schief gehen, wenn Sie anfangen, das Programm zu ändern. Also es ist sicherer, hier das größer gleich zu haben. Dann habe ich eine Chance weniger, eine Endlosschleife programmiert zu haben. So, das ist die Schleife. Jetzt führt er also diese erste Wolke hier 20 Mal aus. Und hier habe ich eine zweite Wolke. Es waren noch nicht alle so weit, deshalb lasse ich Sie noch mal ein bisschen weiterarbeiten an dieser Stelle. Füllen Sie die Wolken. Was muss jetzt in den Wolken passieren, dass ich zum Schluss die Summe der 20 eingegebenen Zahlen hier ausgeben kann? Wenn Sie soweit schon sind, dass das alles fertig ist, fangen Sie mit dem Struktogramm an. Wie sieht dieses Ding als Struktogramm aus? Und falls Sie schon ein Struktogramm haben, wie sieht das als C-Code aus? Ich weiß nicht, ob wir es insgesamt in den verbleibenden 18 Minuten hinkriegen, das als C zu schreiben, aber als Struktogramm hätte ich es gleich auch noch für alle. Wenn Sie soweit sind, bauen Sie schon ein Struktogramm. Ansonsten füllen Sie hier mal die Wolken aus. Und wirklich auf dem Niveau, dass man mit einzelnen Variablen arbeitet, also nichts Hochtrabendes drin, richtig schön mit Zuweisungen und Rechenoperationen. So sieht ein Flussdiagramm aus. Sie haben schon gemerkt, dass meine Aufgabenstellung nicht ganz vollständig war. Mit diesen beiden Wolken kommen Sie nicht hin. Man braucht ja die Summe auch noch. Ich kann ja ganz dreist hier oben noch die Summe reinschreiben. Also etwas mehr Platz für die Initialisierung. Ich sage, mein Zähler startet bei 0 und meine Summe, ich sage es mal kurz S, meine Summe startet bei 0 und dann wird aufsummiert. Und zum Schluss gebe ich die Summe aus. Also hier so ein Parallelogramm. Und dann steht da Ausgabe S. Die Summe soll ausgegeben werden und dann endet das Programm. Soweit zu der Wolke hier. Jetzt bleibt diese Wolke. Eingabe, aufsummieren. 20 Mal diese Wolke hier. Und wie gesagt, wenn Sie das schon haben, denken Sie weiter am Struktogramm nach, über das Struktogramm nach.
So, diese obere Wolke hier. Ich möchte eine Zahl einlesen. Nennen wir das Eingabe n von mir aus. In eine neue Variable. Hole eine Zahl vom Benutzer, schreibe die in eine Variable namens n. Und was da eingegeben ist, möchte ich jetzt auf dieses s drauf addieren. Da kommt also jetzt so ein Rechteck mit der Rechenoperation. Auf das s addiere diese neue Zahl drauf. In C würden Sie schreiben s plus gleich n. Das stünde in C. Dann würde es nicht so hinschreiben. Das sähe so ein bisschen unprofessionell aus. Im Flussdiagramm dann eben auf diese klassische Art. S wird definiert als s plus n. Rechne die Summe aus der alten Summe und der neuen Zahl und schreibe das wieder in Summe rein. Das 20 Mal und dann ausgeben. So sehen Flussdiagramme aus. Also ganz weit runterbrechen. Da steht nichts von mache 20 Mal oder summiere alle auf oder was ich alles da gesehen habe, sondern es ist richtig runtergebrochen auf einzelne Variablen, einzelne Rechenoperationen. Sachen, die dann nachher auch in einer Zeile in C stehen können. Nicht reflektieren lassen von der Variablen n. Eine Variable, ich hole die nächste Zahl vom Benutzer und schreibe die in n rein. Beim ersten Mal natürlich 42 bei mir und dann wird hier die 42 addiert. Beim nächsten Durchlauf hole eine Zahl vom Benutzer, 13 natürlich bei mir, da steht die 13 in dem n und hier wird also 13 addiert und so weiter. Dieses n hat in jedem Durchlauf im Zweifelsfall einen anderen Wert. Nennt sich dann nachher eine lokale Variable. Das hat ja auch genau, das S hat auch in jedem Durchlauf und das Z und das S, die haben ja auch in jedem Durchlauf einen anderen Wert. Wird gerade ein bisschen knapp mit dem Struktogramm, aber das Struktogramm ist lustigerweise total billig. Warum wird das Struktogramm so billig? Was mir hilft? Genau, beim Struktogramm ist die Schleife ja schon vordefiniert. Ich male die Schleife auf, zum Beispiel eine For-Schleife. For, was machen wir hier, nehmen wir Z, for Z, wir starten hier, machen um das nachzumachen, wir starten mit 0 und hören auf mit 19, dann haben wir 20 zum Schluss. Heute ist es auch leichter, erstmal von 1 bis 20, von mir aus auch von 1 bis 20, das Struktogramm und C, die können direkt diese Schleife und jetzt muss ich nur noch das machen, was ich eigentlich in der Schleife machen wollte. Das ist nämlich dieser Teil hier. Ich muss mich nicht mehr um die Haushaltstätigkeit hier kümmern, dass ich jetzt Schleifen mitzähle und so weiter. Das kann das Ding von selbst. Ich muss einfach nur noch die Eingabe haben. Vielleicht mache ich das mal so. N ist gleich Eingabe. So male ich das mal auf. Bisschen Freistil. Also nehmen Sie es nicht zu wörtlich, was ich hier mache. Und die Summe wird addiert und das ist meine Schleife. Und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich meine Variablen vorher habe. Ich brauche Z, brauche ich nicht, sehr schön. Das ist ja hier mit der Schleife schon erledigt. Ich muss nur sagen, dass diese Summe bitte am Anfang 0 sein soll und hier am Ende brauche ich eine Ausgabe von dem S. So sieht das als Struktogramm aus. Deutlich einfacher, weil die Schleife eben schon eingebaut ist. Ich kann keine Spirenzchen mehr machen. Ich kann jetzt nicht hier von außen in die Schleife reinspringen oder aus der Schleife rausspringen. Das können Sie in C locker machen. Da können Sie machen, was Sie wollen innerhalb der Schleife. Das ist jetzt verboten, aber die Schleife ist eingebaut.